Herzlich willkommen zu einem Part von Let's Fun Heyday. Heute wieder ein neuer Part hier von Heyday am Start. Part 299. Im nächsten Part ist das. sind die 300 endlich komplett. Ja, es kam jetzt schon länger kein Let's Fun Part mehr. Hauptsächlich eigentlich, weil immer die Livestreams kamen. Und das ersetzt das ja immer so ein bisschen. Aber eigentlich kann Let's Fun gar nicht ersetzt werden. Ist halt ein eigenes Ding, ne? Will ich wieder häufiger bringen. Deswegen auch heute hier Let's Fun. Wann Part 300 kommt, weiß ich allerdings noch nicht. Ich muss das Special ein bisschen vorbereiten. Freut euch schon mal drauf. Es gibt nämlich auf jeden Fall etwas Spezielles dazu. Ja, heute wieder Farmmanagen angesagt und labern über Gott und die Welt. Holen uns hier süßen Strauß mit Tom. Den brauche ich häufiger, den kann ich ja schlecht produzieren. Denn meistens habe ich eigentlich keinen Toffee dafür. Ich glaube, man braucht auch kandierter Apfel. Ich glaube, man braucht beides. Warte, ich guck mal eben. Ja, habe ich beides nie. Also das sind echt so Produkte, die beiden. Die habe ich einfach nie. Und wir müssen Tal spielen, ey. Ich war noch nicht einmal im Tal seit der neuen Saison. Da gehen wir gleich erstmal rein und stellen alles auf den Kopf. Muss sein. Ich wette, mein LKW geht wieder kaputt. Ich habe schon wieder im Ohrläppchen. Ich weiß haargenau, es wird wieder etwas passieren. Was mir nicht gefallen wird. Ja, wollen wir mal häufiger jetzt Let's Fun machen. Nach dem Part 300 kommt das auch wieder regelmäßiger. Auch mit anderen Farmen. Also was ist mit anderen Farmen? Mit der aus der dritten Gemeinschaft. Also meine zweite Farm. Die Sanyo aktuell meistens spielt. Und warum verkaufe ich aber Sachen? Ich habe Platz genug. Und warum Eier? Ich brauche die doch noch. Mittlerweile schon drin. Ja. Immer wenn ich so ein bisschen was gemacht habe auf der Farm. Dann ist schon so drin. Ah, komm, verkaufe ich mal was. Ich habe wahrscheinlich keinen Platz mehr. Das muss ich wieder aus meinem Kopf rauskriegen. Ja, ich freue mich schon wieder auf Lucky Bonus, den wir ohne Diamanten ausgeben schaffen werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Obwohl ich das mal genug Diamanten dafür hätte. Erz habe ich auch genug, weil ich habe nämlich die Erze abgekauft, die meine Projektfarm alle hatte. Ich hatte nämlich so viele Bergbauaufgaben, mal hatte ich einige Erze auch an meine erste verkauft. Weil die Erze die sowieso verkauft und dann habe ich gedacht, komm, ein paar bunker ich doch mal bei meinem ersten Account. Hat sich auch ausgezahlt, jetzt kann ich sie benutzen. So lange ist das schon her. Ja, aktuell fehlt mir echt die Zeit für, um Heyday privat zu spielen. Also außerhalb von Videos oder Livestreams. Projekt 100 fällt mir auch immer schwerer aktuell, da eine Folge pro Woche hinzukriegen, aber ich gebe mein Bestes. Mehr geht ja auch nicht. Weil aktuell ist auch eine Freundin von mir krank. Grüße gehen raus, ihr guckt das Video wahrscheinlich eh nicht, aber trotzdem Grüße. Und ja, weiß nicht, bin ich da auch ab und zu mal zu Besuch. Das heißt ab und zu mal. War ich jetzt einmal, aber es hört sich so oft an, wenn ich sage ab und zu mal, aber ja, keine Ahnung. Es hat so einige Sachen, die da so mit reinspielen. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja kein Weltuntergang. So haben wir länger was von Projekt 100, ist auch gut. Muss es immer positiv sehen. Jetzt bei One Piece zum Beispiel, das auch jetzt erstmal wieder pausiert, weil da irgendwer krank ist. Da regen sich alle auf, oh, ich will aber unbedingt ein neues Chapter sehen und so. Wo ich mir dann immer nur denke, ey, seid da froh, dann hat man länger was davon. Leute sind einfach, das ist schon schlimm, wenn ich das sage, einfach zu ungeduldig. Einfach zu ungeduldig, muss alles jetzt sofort sein. Ja, aber wie gesagt, da hört sich komisch an, wenn ich das sage, weil ich bin auch ungeduldig. Aber so ungeduldig bin ich dann auch nicht. Ich denke mir dann, ja, okay, dann genieße ich einfach die Zeit. Warte. Komisch. Also wenn ich morgen irgendwie einen Eiterpickel auf der Lippe habe oder Herpes oder so, dann kommt das davon, dass ich gesagt habe, die Leute müssen geduldiger sein. Das kann nur davon kommen. Habe ich Weizen als Aufgabe? Das wäre voll cool. Wie viele Sterne habt ihr schon bei den Eichhörnchen? Würde mich mal interessieren. Ich habe da nämlich immer nur einen.
Wir wurden ja jetzt verlängert, also schon jetzt länger her, wo das Update war, dass die länger dauern, aber trotzdem. Es passt haargenau, oha, mit den Karotten. Bin ein Genius. Genius. Solarplexus. Genius Solarplexus. So nennen sie mich in der City. In der City. Underground. Was brauchte ich denn nochmal? Mais. Oh, ich fällt jetzt immer ein Feld. Ey, das war eben nicht frei. 1000%. Und ich bin übrigens auch nicht im Derby. Sanyo ist on. Aha. Derby bin ich aktuell nicht. Bei keiner Gemeinschaft. Ich brauche mal eine Derby-Pause. Ich werde nächste Woche sehr wahrscheinlich auch nicht mitspielen. Weil ich privat so ein paar Sachen hinkriegen muss. Und ja. Ich kann euch keine Details sagen, aber in ein, zwei Wochen kann ich euch Details sagen. Dann wisst ihr zumindest warum. Hoffe ich doch, dass ich das sagen kann. Ach, heute sind Puzzleteile beim Schiff. Oh, cool. Ja, machen wir die doch. Dann kriegen wir unseren Dings voll. Unseren Kleinohrhasen. Esel. Babyesel. Zebra. Babyzebra. Komm ich jetzt auf Esel. Babyzebra, Robin. Kein Kleinohrhase. Kein Esel. Babyzebra. Eindeutig zu viele Tiere. Und in der nächsten Zeit wird jetzt auch mal ein anderes Spiel kommen. Auch ein Farmspiel, wo wir eine Let's Fun-Reihe zu starten werden. Weil die haben mich angeschrieben. Ist jetzt nicht, dass ich so Geld dafür kriege, dass ich das mache. Ist einfach nur, ja, dass ich mich angeschrieben habe, ob ich das mal machen kann. Ich kriege so eine Kiste von denen. Also ich würde sie auch so kriegen, wenn ich jetzt nichts machen würde. Weil die haben die schon losgeschickt. Ja, und ich wollte das einfach mal starten hier. Ich hoffe, freut euch drauf. Spielen sage ich noch nicht. Sonst habt ihr einen Vorsprung vor mir. Das will ich nicht. Ja. Und oh, ja, es kommt dann. Ist eigentlich ganz lustig, weil mein Vater spielt das auch. Es ist aber nicht eines der Spiele, die ich schon mal im Stream genannt habe. Weil der spielt das erst seit neuestem. Aber die meisten können sich schon denken, wer es ist. Oder welches Spiel das ist. Da kommt mein Wettbewerbsgedanke wieder durch. Ich darf es noch nicht sagen. Sonst habe ich zu weit Rückstand. Vielleicht mache ich auch den ersten Part in Livestream oder so. Na, gucken wir mal. Ich denke mal eher, dass es direkt mit Let's Fun losgehen wird. Okay, Honig. Hä, warum? Achso, ich hatte eben kein Weizen mehr. Hab schon gedacht. Was soll denn der Kack? Ja, dann schicken wir heute auf jeden Fall noch 5 Schiffe ab. Zumindest die, dass wir die Puzzleteile voll haben. Ja, diese Woche sind echt Kack-Events, außer Samstag. Samstag bin ich auf dem Geburtstag. Ich versuche mittags zu streamen. Weiß nicht mehr genau, wann das da losgeht. Schon komisch, dass ich den Geburtstag überhaupt gemerkt habe. Normalerweise denke ich da nicht dran. Normalerweise erinnert mich mein Kalender dran, aber diesmal habe ich selbst dran gedacht. Mein Kalender erinnert mich Freitag daran. Vielleicht habe ich es bis dahin vergessen. Aber das glaube ich nicht. Ich richte das Ausrufezeichen immer auf. Wie sieht's denn aus im Derby hier? Gucken wir mal. Elfter. Okay. Kann sie noch alles ändern. Ja, und durch dieses Doppel-XP-Event, was wir letztens hatten, habe ich auch alle meine Bäume und Pflanzen geerntet. Daher habe ich jetzt so viel Pflanzen. Ey, warum ist da schon wieder ein Feld frei? Hä? Das habe ich hundertprozentig angepflanzt. 100%. Läuft alles, oder? Ich stand hier nicht.
Ja, Mais können wir uns kaufen. Ich habe mich eben geärgert, dass kein Mais für 1 hier drin war. Ah, da. Endlich. Oh. Erntekunde wollte ich nicht, aber egal. Ist ja nur eine. Krieg mein Kauflimit heute eh nicht mehr voll. Das weiß ich. Sollte aber reichen jetzt für die Aufgabe. Jupp. Ja, wir haben noch Stadt, Gammelbereich, Schiff und Tal. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Inserat in die Zeitung. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Eier verkauft habe. Eisenerz habe ich viel. Stimmt, ich wollte rustikaler Strauß machen. Soll gleich mal kurz gucken. Ach, ich will. Warte mal. Ich mache einfach Mais. Gehen wir erst in die Stadt. Stadt, Gammelbereich, dann Tal. Und nebenbei schicke meine Schiffe ab. Boah, ich bin aber so eine Vergesslichkeit in Person, ey. Das ist unfassbar. Also, aktuell, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Normalerweise merke ich mir mal jeden Scheiß, aber im Moment ist echt. Im Moment wird mir das, glaube ich, einfach alles ein bisschen zu viel. Aber der kleine Ohrhase eben, das war. Das war das Beste. Aha. 16 noch. Ja, 26. 16. Mathe ist auch nicht mehr am Start. Ich verblöde! Ich weiß gar nicht, ob Pension so gut war zu nehmen. Weil Pension ist bei mir meistens eh mal im Dauerzustand, Vollzustand-Dings. Deswegen, Mann, warum habe ich die genommen? Es war so dumm, jetzt hängen wieder zwei da rum, die nichts zu tun haben. Vor allem, ich weiß es und hole sie mir trotzdem. Ja, seht ihr, genau die zwei hängen jetzt da rum. Oh, weia. Aber drei sind sogar. Mit dem einen, den ich schon hier hatte, sind vier. Fünf! Was? Jetzt reicht's aber. Halt, stopp! Lebensmittel ist auch voll. Jeden Moment. Aber zum Glück sind wir jetzt durch. Okay. Ja. Wenn ich schon Bienenwachs sehe, dann kriege ich auch Herpes. Herpes und mir sprießt Ohrenschmalz aus den Ohren. Wenn ich eine Kerze sehe, dann wächst an dem gesprießten Ohrenschmalz wachsender Pickel dran. So schlimm ist das. Naja, okay, im Gammelbereich gehen wir ja noch. Dann kann ich auch direkt gucken, ob dann die freigegebenen gefüllt worden sind. Ey, wer hat denn das? Ach, ich wollte Nüsse eigentlich freigeben. Ach, Mann, ja. Boah, ich habe die in der Scheune gesucht. Obwohl Nüsse gar nicht mehr so häufig verkauft werden. Das liegt aber daran, dass halt, wie eben schon gesagt, die Eichhörnchen jetzt länger brauchen, um ihre Nüsse vom Busch zu pflücken. Wären die so intelligent wie Chip und Chap, dann würden die einfach so einen Staubsauger nehmen oder sowas.
Oder irgendwas anderes Kluges. Was man dafür benutzen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier nur. Oh, ich habe immer noch nur Fischernetze hier liegen. Aber wie lange war ich denn nicht mehr im Gammelbereich? Wann war denn das Angel-Event? Einmal danach war ich im Gammelbereich. Ich habe keine normalen Köder, ne? Oh, doch 10. Normale. Machen wir es jetzt. Ich werde auf jeden Fall die 6 Fischernetze reinwerfen. Wir werden dann auch angeln. Ich lasse das eine Feld extra frei, weil das genauso schnell wieder fertig ist wie die da oben. Das ist Taktik. Haben wir jetzt ein bisschen was zu angeln. Aber angeln geht ja schnell. Schon 40.000 XP gemacht heute, circa. Ja, es geht immer so schnell mit den XPs. Aber ich komme im Moment nicht so zum Spielen. Also nicht, dass mir die Lust oder so fehlt. Mir fehlt einfach die Zeit. Das ist echt schlimm. Deswegen muss ich mal Let's Fun Videos machen. Dann habe ich wenigstens mindestens einmal am Tag, wo ich mich da mal ruhig hinsetzen kann und spiele. Das ist echt was anderes, weil wenn ich Videos mache, oder jetzt hier dieses Video, dann setze ich mich echt dahin und mache alles. Aber wenn ich dann zum Beispiel abends von der Arbeit komme oder so und ich will mal eben in Heyday rein, dann mache ich zum Beispiel nur die LKW-Aufgaben oder schicke mal im Tom ab oder so, wenn es irgendwie wieder so zeitig stressig ist. Ich muss einfach Videos machen. Habt ihr auch was von? Ein guter Kompromiss. Boah, 299 Parts schon. Das ist so viel. Ich glaube, das passt hier mit den Ködern. Ich müsste eigentlich 15 Angelfelder haben, wenn ich mich nicht täusche. Müsste so sein. 2 noch. Ach, warum habe ich das schwarze Feld nicht gemacht? Ja, passt doch. Dann habe ich noch einen Köder übrig. Dann habe ich ja. Okay, ich habe jetzt andere Köder gemacht. Beim nächsten Mal muss ich dann wieder nur Fischernetze reinwerfen. Ich muss meine Spezialköder wieder auffüllen. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht in den Gammelbereich gegangen bin. Sehr mysteriös. Komm, Fisch! Beiß an! Leckerli! So viele kriegen wir noch? 3 noch. So schnell ist mein Weizen auch wieder aufgeladen. Das ist gut. Ein gutes Zeichen. So, ja, bin auch schon wieder fast fertig. Wer lädt mich denn die ganze Zeit in den Gemeinschaften ein? Ich wechsle die Gemeinschaft nicht. Schon wieder. Oder nicht, das war ich. Ups. Entschuldigung für die Anschuldigung. So, nochmal Nüsse. Und wir gehen ins Tal. The Valley. The Valley. Wie das rauskam, ey. Ich habe leider meine Clips nicht, sonst hätte ich es jetzt wieder eingespielt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Erstmal brauchen wir Sprit. Priorität Nummer 1. Drehen wir auch nochmal für. 7. Okay, 33, 40 meine ich. Das ist doch schon mal ein guter Start.
Da sehe ich schon wieder den bärtig, das bärtige Schwein. Was sind heute überhaupt? Bisschen was allgemein in dem Shop habe ich noch auch noch nicht gesehen. Irgendein Huhn, oder? War das? Ja, genau. Taucherhuhn. Wir nehmen die Schübe. Mein Lieblingstier, wie ja alle wissen, ist auf jeden Fall das Schaf. Also wenn da mal irgendwann Schaf als Deko ist, hole ich mir das. Ich glaube, es war sogar schon mal, ich habe es mir nicht geholt. Aber ja. Wenn mal irgendwann... Was ist das, Reservattal oder Hühnertal? Sieht nach Hühnertal aus. Ja, definitiv Hühnertal. Ich kann auch eigentlich so gucken. Ja, Hühnertal, 100. Okay, ja, Hühnertal ist kacke. Mach mal die Dailies mal eben. Besuche Imbiss und schließe eine Lieferaufgabe ab. War ich nicht eben beim Imbiss? In der Nähe. Da ist ein Imbiss. Okay, dann fahren wir doch hin. Und eine Lieferaufgabe. Vielleicht hat der Imbiss ja eine Lieferaufgabe. Wir gucken aber jetzt trotzdem schon mal die Gebäude hier drumrum an. Vielleicht ist hier irgendwo eine. Ich sehe keine. Das ist schlecht. Also ich empfehle euch auf jeden Fall immer mindestens die Dailies zu machen. Das ist sehr wichtig. Ich weiß, ich habe es auch nicht gemacht, aber... Warum zwei? Ach, das guckt nach oben, das Haus. Ich dachte, das wäre der gelbe Punkt gewesen. Wie unnötig, fahr das da unten an. Haupteingang, hallo? Ich will nicht am Balkon das Essen rüberschmeißen. Nicht schon wieder. Muss ich mit meiner Projektform auch machen. Immer mindestens die Dailies, ey. Aber manchmal kann ich mich einfach nicht dazu bringen, die Dailies zu machen. Ja, Lieferaufgabe auch gemacht. Ja, und dann gehen wir auch wieder aus dem Tal raus, weil, wie gesagt, nur die Dailies. Erstmal. Und mir fehlt ein Apfel. Ernsthaft? Im nächsten Part. Oder in einem der nächsten Videos haben wir Lucky Bonus. Freut euch schon mal drauf. Ja, in den Videos, da dauert es ein bisschen länger, bis das immer voll gemacht wird, aber ist ja nicht schlimm. So, 3 Puzzleteile noch. Mach mal selber. Let's go. 2 noch. Hoffentlich kriegen wir gute Schiffe. Das denn ist in der zweiten Gemeinschaft. Ich wundere mich, dass ich einen Platz frei hatte. Sehr mysteriös. Ich sehe nichts, Sterne. Geht ihr mal bitte weg da? Dankeschön. Ich denke, hier kann ich Kirschtorte auch wieder komplett selber machen. Schokokuchen ist eine Schokotorte. Sollte auch eigentlich schnell voll gehen. Wir müssen gleich noch Mais kaufen, das ist wichtig. Was ist denn jetzt eigentlich meine Spritaufgabe? Sojabohnen auf jeden Fall. Oder was Kisten? Ach, Farmtiere füttern. Das machen Rosé und Ernest. Ist ja Rosé macht das ja. Und pflanze Sojabohnen. Dann sollte ich gleich noch ein paar Sojabohnen pflanzen. Ach, wird schon voll. Puzzleteil Nummer 4. Letztes Schiff für heute. Ich tot die Büsche. Ich glaube nicht alle. Mindestens einer ist zum Beleben. Ich glaube, der war vorher schon. Ja, der. Ich wusste es. Und da habe ich auch einen Busch vergessen da unten. Ich habe kein Shepherd's Pie mehr. Oh, Shepherd's Pie ist so einfach eigentlich.
Also, was sieht man aber auch so einfach hier, ne? Ist da nicht noch ein toter Baum? Ja, das ist doch ein toter Baum. Lassen Sie mich ihn anklicken. Nein. Augen wie ein Adler. Sehr gut. Haben alle Puzzleteile. Event abgeschlossen. Und wir pflanzen Sojabohnen. Ja, geschafft. Bitten wir noch. Ja, bitten wir mal Shepherd's Peace, wird ja nicht so schwer sein. Okay, Leute, ich bedanke mich an alle fürs Zusehen und ich nutze jetzt mal das Ende des Videos, um ein bisschen Werbung zu machen. In der Videobeschreibung seht ihr immer einige Verlinkungen, unter anderem meine Spotify-Playlist, wo die Musik, die ihr hier im Stream hört, auch vorhanden ist. Dann der Discord-Server, wo einige Leute hier auch von Heyday da sind, mit denen man tauschen kann. Man kann eine Gemeinschaft finden, man kann Freunde fürs Freundebuch finden, die auch aktiv sind. Und allgemein ein guter Ort, um sich mit anderen Heyday-Verrückten oder auch anderen Verrückten austauschen zu können und Spaß zu haben. Auch mal zusammen spielen. Discord ist sowas ähnliches wie, ich weiß nicht, ob die meisten von euch Teamspeak kennen, also was ähnliches. Man kann da schreiben, man kann miteinander reden, muss man aber nicht. Man kann es auch beim Schreiben belassen und so weiter. Und das ist halt so mein Server, wo halt die Leute hier aus der Community sind. Außerdem findet ihr dort meinen Twitch-Kanal oder eine Verlinkung zu meinem Twitch-Channel, wo ich immer Mittwoch streame, so circa ab 16 Uhr, halb 5 so rum. Und zwischendurch mal immer so ein paar andere Spiele und öfters mal auch zum Abschluss noch ein bisschen Heyday. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch mein Zweitkanal findet ihr dort, wo dann auch die Twitch-Streams hochgeladen werden. Falls ihr meinen Twitch-Stream verpasst habt, könnt ihr ihn auf dem Zweitkanal angucken. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaut in meiner Beschreibung vorbei. Lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.